Das ist Ether. Das ist ein Raumschiff. Es kommt von einem Planeten, von dem wir hofften, dass er unsere Zukunft sein würde. Deshalb muss ich eine Verbindung herstellen, bevor es zu spät ist. Hey, Sanchez. Ja? Wie wär's mit etwas Inspiration? Viel Spaß, Kinder. Nach unserer Mission kehren wir mit mehr Antworten als Fragen zurück. Außer der Frage, die noch im Raum steht. Damit ist unser Kontakt zu Mission Control verloren seit... 3 Wochen. Wir haben den Kontakt zur NASA und zu allen anderen verloren. Ist nur eine Störung. Glaubst du das wirklich? Ich muss sie vor den Bedingungen auf der Erde warnen. Tief einatmen. Es gibt eine Antenne, die ist stärker als unsere. Wenn wir es bis zu dieser Antenne schaffen, wird uns jemand hören. Mich hören. Wir müssen nach draußen gehen. Die Comm funktioniert noch. Maya, Beeilung! Können Sie mich hören? Wir müssen zu dieser Antenne. Ich hätte dich verloren. Wir haben unseren Familien was versprochen. Wir werden alle evakuiert. Ich habe viel über die Zeit nachgedacht. Warum ein Mensch manchmal sehr lange lebt und ein anderer nur ein paar Jahre kriegt. Ether, komm. Hier ist das Barbour-Observatorium. Könnt ihr mich empfangen? Ist da draußen jemand? Sehr geiler finaler Trailer für The Midnight Sky. Ich finde den um Welten besser als den ersten. Und woran das liegt und wie der Trailer aufgebaut ist, das schauen wir uns gleich an. Und da springe ich gleich hier zum Laptop und in die Timeline rein. Und dann analysieren wir das Teil im Detail. Also so ist der Trailer aufgebaut. Wir haben hier drüber die Titel und diese roten Markierungen, das sind die Breaks. Es sind deren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und... was ist das Spezielle am Trailer? Ich würde sagen, was mir speziell positiv aufgefallen ist, spielt sich hier in diesem Bereich hier ab. Aber gehen wir doch mal von Anfang an durch. Also ganz ein langes Startbild und mit nur Atmo und dann kommt dieses schöne Klavierstück. Das ist Ether. Mit dieser Fläche und hinten. Wunderschön. Und dieses Klavier, dieses Reduzierte, das widerspiegelt sich auch in der Typo. Die ist nämlich einfach auch wunderschön, aber sehr reduziert. Weniger ist mehr. Und das finde ich mega gut gelöst hier. Und dieser Song hat so viel in sich. Der fängt hier eben an ganz fein und hört auch ganz fein auf. Und zwischendurch haben wir so viele Facetten. Zum Beispiel hier. Mit diesem Gesang, so dass ich zuerst gar nicht einordnen konnte, ob das wirklich überall der gleiche Song ist, aber ich glaube schon. Und dann hier mit diesem wirklich Science-Fiction-Trailer-artigen Teil. Wenn wir es bis zu dieser Antenne schaffen, wird uns jemand hören. Mich hören. Mega. Und hier. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Auch wieder so Gesang, was man nicht ganz mitkriegt, aber der auch da ist. Er lebt und ein anderer nur ein paar Jahre kriegt. Ether, komm, hier. Ein richtiges Goldstück, dieser Song. Also jetzt schauen wir mal den ersten Break an. Deshalb muss ich eine Verbindung herstellen, bevor es zu spät ist. Also, das muss er tun in dem Film. Und deswegen kriegt er auch vorher einen Break, damit man das auch schön mitkriegt. Hier ist ein schöner Rise. Und dann kommt die erste Tafel von Oscar-Gewinner George Clooney. Wir gehen ziemlich schnell durch. Ja.
Mission kehren wir mit mehr Antworten als Fragen zurück. Außer der Frage, die noch im Raum steht. Also, aber welche Frage im Raum steht, das erfahren wir nicht. Außer, ob das die Frage ist, ob sie noch jemals irgendwie Kontakt aufbauen kann. Aber hier kommt dann der nächste Break. Control verloren seit 3 Wochen. Wir haben den Kontakt zur NASA und... Also, sie haben schon lange keinen Kontakt mehr. Glaubst du das wirklich? Nochmal ein Break, um wieder auf die Erde zu kommen. Ich muss sie vor den Bedingungen auf der Erde warnen. Und da gibt es einen ganz langen Rise auf die Typotafel hier. Und jetzt, das ist der Part, der mir einfach am besten gefällt. Maya, Beeilung! Das fängt mit einem klassischen Break an, aber was dann kommt... Können Sie mich hören? Wir müssen zu dieser Antenne... Geil. Also wie das hier aufgebaut ist, immer gleich abläuft, ist eben auch die Sache, der Mensch oder der Zuschauer braucht halt manchmal so klare Abläufe, selbst bei einem Kunstwerk oder eben hier in dem Fall einem Trailer, was ich auch eben ein Kunstwerk finde manchmal, schadet es nicht, einfach Sachen genau gleich zu wiederholen, weil das kommt einfach geil. Dann kommen hier die nächsten Tafeln, auch immer im gleichen Abstand. Und mit diesen Ergänzungen hinter der Isolation, hinter der Angst, nicht die Hoffnung. Über die Zeit. Wunderschön. Und dann der letzte. Könnt ihr mich empfangen? Ganz lang. Halt hier aus und fängt sogar im Schwarz wieder an. Nicht mal eine Aufblende, sondern direkt. Schön mit den Augen. Und Rice. Ja, gar kein Rice, einfach so ein Funkspruch. Schön. Also richtig spannende Herangehensweise. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann. Ciao.